ausprobiert. Mit 15 PS kann man es ausprobieren oder man kann beim Drachenbootrennen mitmachen. Da drüben schippern die Drachenboote über den Kanal. Seit 10.30 Uhr schon, präsentiert von den Ruhrnachrichten. Und Herr Oliver Kaczmarek hat das schon hinter sich. Er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD aus dem Wahlkreis Bergkamen. Herr Kaczmarek, wie war es denn? Es war gut, schönes Wetter, beste Rahmenbedingungen und wir haben sogar nicht den letzten Platz belegt in unserem Lauf. Wir sind Zweite geworden und bereiten uns jetzt darauf vor, die zweiten Wertungsläufe zu machen. Das ist nicht schlecht. Ich habe gehört, Sie sind auch gegen den Hut von der Jungen Union gefahren. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Symbolik ist, aber wir haben sie im Schlussspurt abgehängt. Das ist schön für Sie. Ist das jetzt schon Wahlkampf live hier auf dem Bergkamener Hafenfest? Nein, ich glaube nicht. Die Wahl ist ja erst in etwas mehr als 100 Tagen. Wir haben vor 2 Jahren hier schon mal mitgemacht und das ist einfach ein schönes Freizeitevent. Viele Vereine sind da, viele Ehrenamtliche. Es ist gute Stimmung zwischen den Teams auch keine Feindschaft oder so. Es macht einfach Spaß mitzumachen. Erklären Sie doch mal den Leuten, die das noch gar nicht kennen und noch nie gesehen haben, was eigentlich Drachenbootfahren genau ist. Also wir sitzen in Drachenbooten. Ich glaube, die heißen so, weil da vorne wirklich Drachenkopf drauf ist, mit 18 Leuten. Die haben alle ein Paddel, vorne sitzt einer und trommelt, der gibt den Schlag an, sozusagen den Rhythmus, mit dem wir die Paddel bewegen. Und wir versuchen, eine 250 Meter lange Strecke so schnell wie möglich zurückzulegen. Das ist gar nicht so einfach, weil man muss sich ein bisschen koordinieren. Alle müssen gleichzeitig paddeln, sonst liegt man nämlich im Wasser. Also insofern eine sportliche Betätigung, aber vor allen Dingen eine, wo es darum geht, heute den ganzen Tag über Spaß am Ufer abzuhaben. Ja, also Spaß für die anderen. Welche Rolle war denn Ihre? Haben Sie getrommelt oder haben Sie gerudert? Ich habe gerudert, ganz klar, in der Mitte, mit allen anderen zusammen. Und ich glaube, ich habe auch den Rhythmus ganz gut gehalten. Also es kommt mehr auf den Rhythmus an, als auf die eigentliche Stärke beim Rudern? Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Kraft zu tun, weil die beste Zeit hat der Boxclub Rünte gemacht und die haben sicherlich die meiste Power. Aber die Technik ist tatsächlich das Wichtigste. Alle müssen zur gleichen Zeit paddeln und deswegen sagen wir auch, dass wir entscheiden, das Kollektiv muss stimmen. Wie viel Hafenfesterfahrung haben Sie denn hier in Bergkamen? Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber ich war schon bei einigen Hafenfesten und ich finde es toll, weil wer hätte gedacht, vor 30 Jahren oder so, dass hier mal so ein schöner Hafen und so ein wunderbares Fest ist. Ich glaube, das ist wirklich toll, wie sich das hier entwickelt hat. Wie wichtig ist denn so ein Fest für die Region? Ganz wichtig, weil Leute von außerhalb kommen hierher, aus dem ganzen Ruhrgebiet. Hier liegen ja auch viele Schiffe von Eignern, die aus dem ganzen Ruhrgebiet kommen. Die sehen, dass hier im östlichen Ruhrgebiet es eine schöne Landschaft gibt, dass hier was los ist, wo man die Freizeit verbringen kann. Und es ist auch wichtig, dass Leute von ganz außerhalb herkommen, die immer noch viel mit dem Image zu tun haben, dass es hier dreckig ist, dass es hier keine schönen Flecken gibt. Und hier kann man sehen, wenn man hier den Kanal sieht, da hinten das Kraftwerk, es geht auch zusammen, Industrie und Natur. Ihr Thema ist ja Bildungsgerechtigkeit. Hier auf dem Hafenfest präsentieren viele Bergkamener Institutionen ihre Ideen für kulturelle Teilhabe, auch von allen. Hat Sie da irgendwas besonders inspiriert? Also ich muss sagen, ich war bis jetzt nur auf der anderen Seite, weil wir eben am Rennen teilnehmen. Ich werde aber gleich noch einen Rundgang machen. Ich weiß, dass es in Bergkamen sehr viele Organisationen gibt, gerade im Bereich von Jugend und Kultur, jugendkultureller Bildung. Ich habe auch schon einige Einrichtungen besucht und das finde ich besonders gut, dass es das gibt, weil die Kommune, die ja nicht viel Geld hat, damit zeigt, wir leisten uns das, weil uns das wichtig ist. Und das ist für viele junge Menschen auch ein Einstieg und die einzige Möglichkeit, mit Kultur in Berührung zu kommen. Das auf jeden Fall. Richtig viele Vertreter hier. Was ist heute noch Ihr Programm-Highlight, wenn Sie fertig sind mit Drachenbootfahren? Also ich werde heute Abend noch zurück nach Berlin fahren. Wir haben nächste Woche eine Sitzungswoche und da werde ich schon zurückfahren. Hier werde ich mich noch umschauen, werde gleich auch bei den Kollegen vom Technischen Hilfswerk vorbeischauen, um mich zu erkundigen, ob sie vielleicht auch in den Hochwassergebieten noch eingesetzt werden und einen Rundgang übers Fest machen. Ich hoffe, ich treffe so viele Leute wie möglich. Alles klar, vielen Dank und vielen Spaß noch. Die Siegerehrung vom Drachenbootrennen ist übrigens um 17.30 Uhr. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie da ja auch dabei. Es könnte passieren. Ja, man hofft es. Okay, ja, Stichwort Kultur und kulturelle Bildung in Bergkamen.